Hamburg-Ohlsdorf, Parkfriedhof. Ich bin mit der Bahn zum Bahnhof Dammtor gefahren und von dort aus mit Fahrrad an der Alster entlang zum Friedhof, zum Parkfriedhof Ohlsdorf. Ich bin an der Kapelle 8 angekommen. Das Mausoleum des Kaufmanns und Senators Martin Johann Jenisch. Das Mausoleum des Franz Christian Grundnach, er war Fotograf, Galerist und Stifter. Das größte Mausoleum hat erbaut Freiherr Charles von Schröder und er wurde geboren in der Kaufmanns- und Bankiersfamilie. Das Mausoleum des Großkaufmanns Johannes Höfele. Ich, der Michael, da unten steht das Prompten und da hinten ist der Landschaftsturm Große Freiheit zu sehen. Kapelle 9, die Notkapelle. Sie wurde als Provisorium im Jahre 1918 erbaut. Suche nach einer Grabstätte, die ich leider nicht gefunden habe. Der Ohlsdorfer Ruhewald. Hier sind beigesetzt Volker Lechtenbrink und Christian Quadflieg. Grabstätte von Oskar von Viertemark. Sein Name war Fritz Krüger. Er war Straßenhändler und stand vor seiner Filiale Karstadt in der Münklerstraße. Paarbäume, die letzte Ruhe zu zweit. Kapelle 11, die Bahnhofskapelle, wegen der halbrunden Dachform so benannt. Grabstätte von James Last, bürgerlich Hans Last. Musiker war er vom Beruf. Die internationale Kriegsgräberstätte. Das niederländische Ehrenfeld Hamburg. Es wird betreut direkt von den Niederländern.
das Ehrenfeld der Geschwister-Scholl-Stiftung für Verfolgte des NS-Regimes. Paaranlage an den Wasserbrunnen, die letzte Ruhe zu zweit. Grabstätte von Dietmar Müß und seiner Frau Sibylle. Die beiden kamen mit einem anderen Paar auf dem Gehweg ums Leben. Chinesischer Friedhof des Chinesischen Vereins in Hamburg. Denkmal für die Flutopfer von 1962, erstellt vom Bildhauer Egon Nissow. Der Krebserinnerungsbaum, eine Magnolie als Ort der Trauer. Die Grabanlage von Jan Vetter, mit einem Briefkasten, um ihm etwas zu schreiben. Mit dem Grabmal des Überseekaufmanns Heinrich E. Breuer. Und jetzt sind wir am Ende schon wieder angekommen, weil es wird langsam Abend. Und sind auf dem Althamuschen Gedächtnisfriedhof als Ehrenfriedhof 1896 bis 1905 entstanden. Die Bahnfahrt war nach Hause entspannt, weil ich mit der U-Bahn und der AKN gefahren bin und ab Neumünster mit der Deutschen Bahn, zu meiner Tochtergesellschaft, nach Hause gereist bin. Dieser Zuführer war spitze. Er hat jeden Bahnhof früher erreicht und ist pünktlich wieder abgefahren. Super. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.